Hallo meine lieben Leute und willkommen hier zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder hier in War Thunder und diesmal mit dem dritten neuen ungarischen Panzer, der hier in Sons of Attila hinzugefügt wurde, nämlich der Czernyi 2. Ja, ich habe schon den Czernyi 1 mal gespielt, ich glaube auch ein Video dazu mal gemacht. Der hier, sein Vorgänger, der Raketen hat aber... ist ein anderes Thema, der ist recht unnötig. Zumindest die Kanone ist gut und alles, aber die Raketen sind echt unnötig. Aber es geht um seinen Nachfolger, den Czernyi 2. Ja, 105 mm Kanone. Ich würde sagen, den gesamten Panzer im Kurzen kann man eigentlich mit der Sturmhaubitze 1:1 vergleichen. Meiner Meinung nach, weil gleicher Kaliber wie die Sturmhaubitze. Die Kanone ist, glaube ich, ein bisschen besser sogar. Nachladezeit ist auch ein bisschen besser, 2 Sekunden ungefähr besser, glaube ich, oder ja, ein bisschen besser halt. Panzerungstechnisch auch ungefähr gleich, nur ist der vielleicht ein bisschen mobiler. Das ist das Einzige, er hat um einiges mehr Rückfahrgeschwindigkeit, das schon. Also der fährt eigentlich so schnell nach hinten wie nach vor, was ziemlich cool ist. Aber insgesamt war es das eigentlich, also es gibt nicht viel mehr Unterschiede zwischen denen, aber ich feiere es, dass jetzt im italienischen Tech-Tree auch mehr los ist. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen sollte, lasst es mich vielleicht mit einem Abo oder einem Kommentar like wissen. Würde mich sehr freuen, meinen Kanal unheimlich unterstützen. Danke dafür. Und schreibt mir bitte auch gerne in die Kommentare, welches Fahrzeug oder ob ihr eine Challenge sehen wollt, damit ich das natürlich umsetzen kann. Und wir sehen uns jetzt in der Schlacht. Ja, ich zeige euch auch noch kurz im Spawn-Menü mal was, nämlich die zwei Munitionsarten, die man da mit dem Czernyi 2 bekommt, nämlich einmal... Hi, das ist die normale Munition, die man bekommt. Die ist auch schon ziemlich stark, 2,2 Kilogramm, ist besser als die HE-Granate von der Sturmhaubitze. Die hat, glaube ich, nur 1,7 Kilogramm oder so. Also somit besser. Die Heat-Granate wiederum ist auch ein bisschen besser, hat 5 mm mehr Durchschlag. Ja, nicht so viel Unterschied, aber dafür weniger Sprengstoff. Also die Sturmhaubitze hat für die Heat-Granate mehr Sprengstoff, interessanterweise. Ja, und ich würde auch sagen... nimmt die Heat-Granate. Also, ich würde nicht den Sinn sehen, wenn man die Heat-Granate freigeschalten hat, wieso man die HE-Granate mitnehmen soll. Aus dem Grund, naja, die Heat-Granate hat natürlich auch Sprengstoff und sogar mehr als die HE-Granate. 2,3 Kilogramm hat die Heat, hier die HE-Granate 2,22. Bisschen mehr. Und ich meine, nehme ich. Also, lieber habe ich auch Durchschlag und Sprengstoff als keinen Durchschlag und nur Sprengstoff. Ja. Die Depression, minus 7 Grad, ja, es geht. Ich liebe die ungarische Vertonung in dem Spiel. Die hören sich wirklich an, als würden sie sich, sorry, aber ankotzen im Mikrofon. Als würde der Kommandant so hart reinreiern. Aber ich liebe es. Und die Schweden, beide. Weil bei den Ungarern bin ich mir nicht so sicher, aber bei den Schweden lacht der Kommandant auch oft richtig den Gegner aus, glaube ich. Also... man hört ihn einfach nur lachen, das ist richtig geil, finde ich. Das macht es einfach viel besser dann. Also da hat sich viel geändert bei den ganzen Stimmen im Panzer. Ich finde die richtig cool. Die Stimmen, die ich überall höre. In meinem Kopf natürlich. Sind da oben welche? Können die da rausschauen? Ich weiß nicht. Ich meine, gespottet werden hier welche. Da ist irgendwo eine Autocannon, die den AB43 gerade absolut auseinander nimmt. Aber ich sehe sie nicht. Jetzt vielleicht? Die Bäume, die bouncen auch viel mehr herum. Glaube ich, habe ich beim gestrigen Video mit dem Turan 1 schon gesagt. Das haben sie nämlich verändert. Die gehen jetzt vollkommen ab. Die machen jetzt übelst Disco. Lenkt aber auch voll ab. Also, finde ich lustig und ein cooles Feature, dass sie das so eingeführt haben, aber es lenkt halt echt ab. Dass überall sich irgendwas bewegt. Bitte, bitte, keiner. Okay. Ja, noch abgestoppt. Sorry, aber dass ich jetzt erst gekommen bin. Sorry, Teammate. Kann mich von rechts und auch links wieder treffen, theoretisch, nicht theoretisch. Baby. Baby ist wer?
Ja, wir haben halt eine Hobbitze mehr, also. Wow. Crit? Okay, guter Treffer. Der war nicht mal schlecht. Hätte ich mir nicht vorgestellt, dass der trifft. Und da sieht man jetzt auch noch die Rückfahrgeschwindigkeit. 11 km/h auf einer Erhöhung. Mit dem Ding schafft man noch um einiges mehr, glaubt mir. Also 30 km/h auf einer geraden Fläche, asphaltiert, schafft man sogar im Rückfahr. Also. Ja, ihr wisst schon. Im Rückfahrgang, also im. Was? Im Rückwärtsgang, Mann. Repariert wieder. Der hält doch unglaublich viel aus, komischerweise. Also man steckt echt gut mit dem ein. Ah, ich. Ja, klar. Kommt aber nicht durch. Bitte keine Bomben. Gut, keine Bombe. Haben wir den Schweden? Gut, sehr gut. Nee, die fliegt ja nicht ziemlich schnell, finde ich. Die Granaten. Ich finde, sie sind nicht so schwer zu aimen. Bitte nicht ich. Was ist das? Bitte keine Duck. Ah, es gefällt mir gar nicht, was das ist. Ja, 2 cm Kanonen. Wenn der von oben. Irgendwas. Was schießt da? Irgendwas mag uns da nicht. Irgendwas will nicht, dass wir da sind. Da unten auch nicht. Kein Schirm, wo der unten ist. Ja, klar. Ich sehe halt keinen Gegner. Da kam wieder ein Schuss rüber. Oh. Mann, Treffer. Kacke. Das war jetzt zu schnell gemacht von mir. Hätte ich länger aimen sollen. So, glaube ich, passt. 400 Meter. Gut. Ja, ich bekomme den Kill natürlich nicht. Wie immer. Wie immer. Mich wundert's, dass hinter mir noch keiner ist. Dass sich keiner denkt, gut, flanken wir halt mal. Da drüben ist wer. Mate, ich sehe nicht. Keine Ahnung. Ah, Mann. Wäre möglich gewesen, vielleicht, den runterzuholen. Vom Himmel meine ich natürlich. Ja. Ey. Rückwärtsgang. Was war das? Hinter mir? Irgendwer schießt doch auf uns. Also von hinten oder so oder von oben. Zu kurz. Bisschen zu kurz. Der ist, glaube ich, französisch. Ja, ziemlich sicher ein Franzose. Könnten D1 oder B1 Biss sein oder sowas. Ja, ist ein B1 Biss. Ja, das tut weh, gell? Das tut ziemlich weh. Wenn man dir deinen Turm nimmt. Drüben ist auch wer. Ich sehe nichts. Weiß nicht, auf was eigentlich mein Teammate gerade schießt. Wo fährt er hin? Gut, Gleiskette, du bleibst da. Du bleibst da. Du kommst hier nie wieder weg. Mein Schatz. Ah, Mann, Alter. Noch eine Gleiskette. Komm, bitte, den Kill will ich. Wirklich, es ist zum Kotzen oft. Fahrer. Mann, Alter, der schießt auf alles, auf das ich auch schieße. Auf alles. Ich höre was links neben mir. Komm, einmal noch schießen. Nach vor, nach vor. Brauche meine Armor. Der wird sicher keinen Gunner mehr haben. Ich will bitte noch meine Kanone haben. Nein, oder? Kein Overpressure. Junge, ich habe 2, irgendwas Kilogramm Sprengstoff. Und das ist eine Blechdose dagegen. Wie? Kein Overpressure. Aua, nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. Das brauche ich jetzt gar nicht. Wo ist der B1 Biss? Lebt er noch? Kann ich mir schon vorstellen, dass er noch lebt. Da hinten ist was, sehe ich aber nicht. Ist da was hinter mir?
Da ist der BN-Spiss. Nee, oder? Nee. Der hätte durchgehen müssen. Nee. Der war perfekt, der Schuss. Da widerspreche ich Warfunder. Okay, der ist in Flammen aufgegangen. Ja, wir haben hier gerade mehr Long-Range-Action mit dem Ding, obwohl er eigentlich nicht so dafür gebaut ist, muss man auch sagen. Also man hat mehr Spaß mit dem Ding bei Close-Quarter-Sachen, muss man zugeben. Ist der da noch? Ne, der ist weitergefahren. Irgendwie, viele Gegner sind nicht mehr unterwegs. Ich glaube, das war's ziemlich. M3A3. Naja. Leere. Nichts als Leere. Okay, A wird eingenommen, aber... Okay, nee, ich fahr mal weiter. Der Turan 1 geht da vollkommen in den Spawncamp. Ich werde mal B einnehmen. Nicht, dass wir auch noch verlieren. Ich finde die Seitenschützen so cool bei dem Ding. Also insgesamt bei den ungarischen Panzern jetzt. Die haben nämlich alle so Seitenschützen. Jo, sind da schon... Okay, das muss ich mir selber auch nochmal in der Wiederholung dann anschauen. Weil ich denke mal, das sah richtig gut aus. Weiß nicht, wie ich das überlebt habe, ohne dass nicht mal eine Kette oder so kaputt wurde. Sollen wir aber rechts sein? Stört mich nicht. Ungarisch ist auch so eine richtig andere Sprache. Nur so. Side Fact, also stammt gar nicht aus dem europäischen Raum, nehme ich ab. Genauso wie, glaube ich, Finnisch. Hier ist nichts und wir sind jetzt endlich beim Punkt. Es klimpert auch viel mehr jetzt, die Panzer klimpern jetzt viel mehr herum, finde ich. Finde ich richtig cool, aber auch. Autsch. Ja, hätte sich eh nicht mehr gelohnt, glaube ich, zum Wegfahren. Hätte gedacht, das war nur irgendwie eine Kanone oder so, weil Einschlag und so, aber ne, war keine Kanone. Wisst ihr was, ich hau mich mal noch ein Flugzeug. Ich habe hier ein kleines, ja, in Anführungszeichen Lineup mitgenommen. Naja, Lineup ist schon Lineup. 2.7. Flugzeug habe ich halt keins, was auf 2.7 ist, das ist halt am ersten noch hingekommen. Willst du mich eigentlich komplett veressen? Wie ist die Hellcat... Wie kann die überhaupt existieren? Wir haben eine RE 2001 da drüben. Einen Jäger. Warum? Ist sie gerade erst gespawnt oder... Was macht er überhaupt? Keine Ahnung, was der überhaupt da macht. Ich such mal die Hellcat. Ich habe halt nur 50 Cal. Also 50 Cal. Wie die Amerikaner sagen, wie 50 Cal. Oh. Komm ich nicht durch? Lebt die Hellcat noch? Schaut nicht so aus. Sie wird nicht eingenommen. Ja, bringt mir nichts. Ich komm überall da nicht durch. Komm ich nicht. Ich brauche irgendeinen Truck oder sowas. Was ist das? Nee, eine Mathilde, Alter. Natürlich nicht. Nein, danke. Okay, da ist ein Flugzeug. Klappen auf Kampf. Ja, und jetzt kommt die EA. Klar. Natürlich. Ja, ein paar Treffer nicht gut, aber. Klappen auf Kampf. Wieder zurück. Mehr Speed. Mehr gerade fliegen, damit ich mehr Speed noch aufbaue. Treffer. Ich climb mal. Okay, er wollte Bomben abwerfen, damit er vielleicht mich auch trifft und wieder weniger
Treffer. Ich höre ein Flugzeug neben mir. Oh, okay, ich hätte gedacht, das ist ein Teammate. Ich hätte echt gedacht, das ist ein Teammate. Boah, fuck, ich hätte den wirklich auch teilen können. Das ist gar nicht gut, das ist echt nicht gut. Crit, aber lad, er brennt nicht. Ja, klar, drei. Jetzt auf einmal sind drei Sachen in der... Hey, ich lebe noch. Ja, schalten wir mal den Motor aus. Landung und welche Landung? Ja, nice. Hast du mal noch Muni, Geld bekommen? Ich kann noch schießen. Naja. Schön hier eigentlich. Ganz schön. Kann ich gleich ein neues Leben da anfangen, hinten in der Hütte, da, die man gesehen hat? Boah, der hat sogar eine Bombe oben gehabt, Mann. Naja. Na gut, das war der Zernit 2. Noch eine richtig gute Ergänzung, wollte ich, also mir fällt die ganze Zeit schon nicht das Wort, eine Ergänzung zum italienischen Tech Tree. Ich finde, der passt da richtig gut rein und ich freue mich, also die zwei finde ich überhaupt cool, der ist nicht gut. Die zwei finde ich richtig gut und ich bin schon sehr gespannt auf den Turan 3, bin ich ehrlich. Ich will den schon mal spielen, weil der schaut richtig gut aus. Aber ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich vielleicht mit dem Abo, Kommentar, Like wissen. Würde mich sehr freuen und schreibt mir bitte auch gerne in die Kommentare, welches Fahrzeug oder Flugzeug oder was auch immer eine Challenge ihr sehen wollt. Und wir sehen uns im nächsten Video dann wieder. Habt einen wundervollen Tag und ciao.